Hallo und guten Abend und willkommen zur Analyse vom DAX für Freitag, den 7.5.2021. Wir befinden uns im Chart lang und schwarz. Eine Kerze entspricht 5 Minuten. Und wir schauen zuerst mal, was er gemacht hat heute. Und wir hatten ja die Vermutung, dass er hier oben nochmal abdreht nach unten als ABC. Ist zwar ein bisschen höher gekommen, also sprich, es war ja diese Ansage, okay, wir müssen hier irgendwo bekommen wir noch mal eine Bewegung nach oben und an der legen wir diesen Fibonacci Retracement ein, weil das hier ist die 1 und das ist die gedachte 4 und dann wird irgendwo entweder 100 oder 161,8, das war hier oben und hochinteressant, immer wieder aufs Neue, Wolfewellen, Ziellinien. Wenn man die ganz genau anlegt und schaut mal hier rein, da passt kein Haar dazwischen. Also das ist auf 0,3 Punkte genau, schlägt der hier an und beginnt die Gegenbewegung, die ich sowieso gesagt habe, die ist korrektiv. Das ist auch nicht großartig überraschend, weil das ist eigentlich nur ein A, B, C. Und dann macht er hier drinne, das ist das, was ich heute Mittag geschrieben habe. Das ist auch nur ein A, B, C. Und deswegen schreibe ich hier korrektiv drüber, weil wir brauchen noch mal was nach unten. Aber leider, leider, leider mägt er sich nicht aus hier. Er kommt auch nicht gescheit über die Linie. Er macht hier ist eine Eröffnungslinie eigentlich. Über die kommt er nicht wirklich gut raus. Und weil er sich so quält, bricht der Fehl aus und dann schlägt er wieder nach oben raus. Also sprich, er komplettiert hier sein A, B, C mit einer krüppeligen C. Also sprich, man muss eben immer aufpassen, wenn er sowas macht. Man kann das zählen hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die C. Und er kommt eben nicht nochmal runter, dass er die extendieren könnte. Also sprich, sowas, was wir hier vermutet haben, macht er nicht. Also sprich, irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5. Er macht hier nur diese kleine verkürzte C. Und das war's. Und dann bricht er diesen Trend und bricht dann diese Öffnungslinie hier. Na, das ist das, was wir letztlich immer mal nach unten hatten. Das hat er jetzt nach oben. Da schlägt er durch, er sitzt nicht wieder zurück und läuft halt wuchtig nach oben. Was ich komisch gefunden habe, weil wir haben hier irgendwo ein 1, 2, 3, 4, 5. Hätte auch immer noch eine A, B in dem Sinne eine C sein können hier. Also sprich, möglicherweise noch eine 1 hier und dann eine A, eine überschießende B, eine C. Und dann hätte er nochmal runterkommen können. Aber wenn man hier reinschaut. Das ist dasselbe in Grün. Hier geht nichts vorwärts. Das ist ein A, B, C. Dann wieder ein A, B, C seitlich. Wieder ein A, B, C als XW-Welle. Und dann irgendwann löst er sich. Dann hat er auch wieder eine Öffnungslinie hier. Ja, man sieht das hier. Er stößt hier dran, er stößt hier dran, er stößt hier dran. Und dann kommt er drüber. Fällt zwar leicht nochmal zurück, aber dann quält er sich hier hoch. Und jetzt ist das interessant, weil ich hätte heute nicht mehr damit gerechnet, dass der noch oben rauskommt, weil das ist erstmal Gift. Für den Markt ist das immer Gift. Wenn er beginnt irgendwo, weil das wäre ja eigentlich die 1, das wäre die 2 und das wäre die 3 in der 3 und das ist eine starke Bewegung. Entweder geht er die Nacht ab wie Schmidts Katze. Oder er wirkt hier irgendwas ab. Fakt ist auf jeden Fall, er ist durch diese Linie hier durch. Also sprich, die 0, 2 oder 0 B ist gefallen. Bedeutet, wir sind entweder schon wieder in der Aufwärtsbewegung oder wir befinden uns, was ich immer noch vermute, in einem A, B, C, also eine große A. Und jetzt macht er wieder A. Dann könnten wir eben hier, das ist ja meine Überlegung, die ich die ganze Zeit habe, dass er so seitwärts nach unten tendelt als B und dann irgendwo in die C reingeht.
und hier wieder ein ABC macht, weil das normal wäre für diese Phase. Es kann natürlich sein, wie gesagt, wir befinden uns schon wieder in der Aufwärtsbewegung, aber ich bin der Meinung, wir sind zu früh. Das muss man jetzt eben abwarten. Ich sage, wer hier irgendwo einen Long drin hat, der läuft halt immer noch richtig. Problematisch wird es für einen, der einen Long hat, wenn er hier dieses Tief nimmt. Das wäre so ein großes Indiz dafür, dass wir hier wirklich irgendwo runterkommen, weil er hat ja das Hoch auch noch nicht gemacht. Also das Hoch von heute Morgen hat er noch nicht geholt. Deswegen können wir hier immer noch korrektiv sein. Wir gucken auch gleich mal nach Kanälen. Wenn er dieses Tief bei 15.092 holt, also sprich irgendwo, weil er hier auch nur ein ABC gemacht hat nach oben, also ein ABC nach unten, ein ABC nach oben, und dann fängt er an und macht doch noch irgendwo die Bewegung nach unten. Und wir haben auch immer noch irgendwo, gut, dieses Bad Pattern, weiß ich nicht, der läuft, würde ziemlich tief laufen, aber wir haben hier diese ganzen anderen Retracements noch. Und eine 38 ist eigentlich nicht unbedingt das Retracement für eine 1 oder eine 2. Schon gar nicht, wenn wir irgendwo vermuten, wir sind hier korrektiv. Also dann denke ich schon eher, dass wir nochmal so auf 15.051 kommen. Man soll darauf aber nicht spekulieren. Also sprich, erstes Indiz, die Linie fällt hier. Also die 0 vermutete A. Weil, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 ist klar. Und dann hätte ich gedacht, dass der weiter tendelt und morgen hätte er hier irgendwo eine Eröffnungslinie gemacht und wäre in die 3 der 3 geschossen und die geht ab wie Schmidts Katze, wenn es dann eine wäre, die dann irgendwo hoch, 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 immer hoch, immer hoch. Muss man jetzt eben mal schauen. Also Short Vorsicht in jedem Fall, weil das sind diese Bewegungen, die ich will es euch mal zeigen. Eine 3 in der 3 ist immer sowas hier. Das hier ist eine 3 in der 3. Das ist eine 3 in der 3. Ne, das sind so diese Punkte. Wir wären da theoretisch hier irgendwo. Das wäre die 1 gewesen, das wäre die 2 und das ist die 1 in der 3. Und die geht dann in die 3 in der 3. Solche Geschichten hier. Das wird nicht so extrem sicherlich werden, wie wir das hier haben. Aber das sind Bewegungen, die für gewöhnlich nicht lange oder nicht viel korrigieren. Deswegen muss man hier unwahrscheinlich aufpassen mit Short-Bewegungen. Also sprich, wer Short gehen will, der sollte abwarten, bis die Linie hier fällt. Also 0 A vermutet, weil dann dieses Ding ad absurdum geführt wird. Dann ist das weg. Also sprich, das gibt es dann nicht mehr. Weil eine 3 in der 3 lässt nie so eine Linie fallen hier. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Also sprich, warum das Ding hier so plötzlich hochgelaufen ist, habe ich mir auch angeguckt gehabt. Das wollte ich euch noch zeigen. Das habe ich aber erst zu spät gesehen. Man sieht es auch erst in den nachbörslichen Kursen, weil wir hier irgendwo Tiefs hatten. Und wenn der anfängt und kommt hier nicht richtig rüber, dann ist das meistens ein Zeichen für eine Wolfswellenformation. Die hatten wir hier. Also sprich, wir haben hier die 1, 2, 3, 4, 5 als Wolfewelle. Wir kommen hier kurz drüber und in dem Moment, wo er nicht Schwung kriegt, kommt er auch nicht groß runter. Und wenn wir jetzt mal schauen, die Ziellinie, nimmt er die Ziellinie und er ist heute eben auch wieder noch mal an diese Ziellinie gekommen, was man jetzt abwarten muss. Ist er nicht höher gekommen im GFD? Mysteriös, 21:35 Uhr, GFD, Bank sendet keine Kurse mehr. Der ist hier höher gekommen, definitiv. Man kann das hier auch noch mal sehen. Der macht das hier auch. Also sprich, wäre dann hier in der Form gewesen. Ist das Problem, dass er eine andere Steigung hat bei den nachbörslichen Kursen zu denen wie L und S. Also manchmal, es ist rum wie Numm. Manchmal ist das besser, manchmal ist das besser. Es ist immer gut, wenn man auf beide mal drauf guckt. Warum, wieso? So.
Also, das ist ein Trigger hier jetzt. So, und weil wir hier auch über eine 3 in der 3 reden, wäre es natürlich fatal, wenn wir nicht darüber nachdenken, die zu handeln. Also sprich, in dem Moment, wo solche Stäbe hier aufkommen, ist es auch gut oder clever oder überhaupt sinnvoll, wenn man sich hier reinstoppen lässt. Weil die eben, wenn es das ist, was es sein könnte, also eine 3 in der 3, die lässt man sich, da lässt man sich einstoppen, guckt sich das Ganze 5 Minuten an, zieht den Stop-Loss plus minus 0 und guckt, wie er wegschießt. Daher könnte man morgen auch abwarten, wie der jetzt morgen hier sich bewegt. Ne? Also sprich so irgendwas, eine Eröffnungslinie und dann um 9 Uhr fängt er an. Schiebt sich hier durch und das wäre dann das Hoch, um das es geht, 15.276. Hier muss er schnell drüber kommen, ohne lange stehen zu bleiben, sondern dann schnell, 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 immer schnell, schnell, schnell. Man muss eben nur aufpassen. Das ist das, was ich immer wieder predige. Wir sind hier in einer 5, also sprich 1 der 5. 2 der 5, 3 der 5, 4 der 5. Eine 5 muss nicht mehr so laufen wie eine 3, also stark, schwach, stark, schwach, stark, sondern die kann auch hochgimpeln. Also sprich irgendwo, das wäre jetzt die A, das wäre die B, dann geht die C hier irgendwo hin und dann schreibt man eine 1 drüber. Und das ist das, was ich immer sage. Dann fängt das Ding an und tändelt seitlich und dann läuft er wieder hoch. Wer wissen will, wie sowas aussieht, kann sich mal den Dow Jones angucken. Der läuft nicht, der eiert. Der eiert einfach hoch. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis der auch irgendwo runterknallt. Aber im Moment, er läuft zwar nach oben, aber er eiert. Das kann uns hier natürlich auch passieren, wenn wir in der 5 sind. Deswegen müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Und man muss bei einer 5 immer schweinisch aufpassen, weil irgendwo, die muss auch nicht mal oben rauslaufen. Die könnte zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 bis hier oben hin machen oder ich spike hier nur kurz drüber und dann bricht die Hölle nach unten los. Daher muss man echt aufpassen im Moment. Also sprich, Long musst du aufpassen hier und Short musst du aufpassen, wobei Short wahrscheinlich, wenn du hier irgendwo nach der Überschreitung in einen Short reingehst, ist es wahrscheinlich, dass du den irgendwann die nächsten Tage wieder siehst. Was dir mit einem Long hier natürlich nicht passieren kann, wenn du hier, wenn der hier oben drüber schießt und macht eine Bullenfalle hier oben, dann sehen wir das so schnell nicht wieder. So, dann ist hier der Trigger. Also wie gesagt, das kommt wirklich darauf an, wie läuft der die Nacht, wie läuft der morgen früh. Eiert der hier seitlich oder schießt der direkt hier runter und nimmt diese Ziellinie hier? Da müssen wir gar nicht drauf spekulieren, dass der jetzt hier oben rausgeht, sondern hier drunter geht der nach unten. Also bedeutet, wir sind übergeordnet mit hoher, hoher, hoher Wahrscheinlichkeit. Ne, das hat er uns gestern gezeigt, sind wir hier korrektiv, definitiv. Die Frage ist, ob das Korrektur noch ist oder ob er eben hier irgendwo hinläuft als A, B. Das wäre dann die B hier, wenn er tief runterkommt, bis hierhin die C. Und dann macht er seine andere C, die irgendwo hier unten enden könnte. Läuft quer nach unten. Als gedachte Funktion. Oder eben nach oben. Schon im nächsten Zug. Auf jeden Fall sehen wir dadurch, dass das hier so krepelig geworden ist am Ende und hier geholt wird, sehen wir irgendwann noch ein Allzeithoch. Die Frage ist eben, ob wir es die nächsten Tage sehen oder erst, nachdem er hier runtergekommen ist, die nächsten Wochen oder Monate. Und deswegen wird aufgrund dieser komischen Konstellation hier auch noch keine großen Kaufsignale oder Verkaufssignale kommen, sondern die sitzen das jetzt aus, was wir hier sehen.
Weil die meisten wissen, okay, wir sehen noch mal ein Hoch. So, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Handelstag morgen und ich mache es wieder wie letzte Woche. Ich versuche die Analyse für Montag morgen Abend zu machen. Dann könnt ihr in Ruhe am Wochenende drüber gucken. Ich werde noch ein paar andere Sachen mal mir angucken. Vielleicht schaffe ich es auch mal ein paar DAX-Aktien mal, die ich mir nebenbei immer noch angucke und auch immer mal handle, mit reinzubringen. Gold wäre interessant im Moment. Mal schauen, was ich schaffe am Wochenende. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.